sauber bleiben und auch an Gott zu denken, gedenken, auch an die Propheten. Und das ist ja, ich finde, das ist das Wichtige, dass man. Ja, aber mein Lieber, wirst du denn, wenn du das alles jetzt gemacht hast, bist du dann errettet oder weißt du es nicht? Ja, ich sag mal, schlusslässlich kann ich selber nicht entscheiden, ob du oder ich jetzt mit dem, was wir jetzt gemacht haben oder gesagt haben auf dieser Erde, ob wir dafür bestraft werden oder nicht, kann ich nicht 100% sagen, Bruder. Ja, möchtest du aber mit so einem hoffnungslosen Glauben weiterleben? Oder willst du wirklich einen Glauben annehmen, der dir Hoffnung gibt und dir sagt, du hast Heilsgewissheit? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ich habe auch irgendwie davor Angst, auch Respekt, dass wenn man aus einer Religion austritt, zum Beispiel, ich sag mal, für mich persönlich selber, viele sehen mich nicht als Muslime, sondern als einen Ungläubigen. Es ist mir auch wirklich egal, was die Leute über mich denken. Aber ich denke, wenn man aus einer Religion austritt und dass das auch eine Art, ja, Rücken zu kehren ist. Verstehst du, was ich meine? Zu Gott. Und das möchte ich nicht. Ja, aber was, wenn du diesen Gott noch nie gefunden hast und einfach in irgendeiner Ideologie gefangen bist und du denkst, das wäre von Gott? Was ist aber, wenn du Gott noch mal von neuem fragst? Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ja gut, das ist dann, da muss man eine Überzeugung von haben. Da muss man wirklich diese Überzeugung haben und sagen, okay, ich suche nochmal. Und wenn ich ihn gefunden habe und wenn ich, wie du sagst, jetzt auf deine Weise diesen Zeichen habe, dann kann man vielleicht diesen Weg gehen. Aber ich persönlich selber habe zu viel total Angst davor, mir den Rücken zu kehren und Gott den Rücken zu kehren und zu sagen, nein, du bist nicht wahr, also Allah. Du bist nicht wahr und du bist nicht das und ich gehe jetzt zum Christentum und da ist die Wahrheit. So, weißt du, was ich meine? Und dann am Ende des Tages, Ende des Lebens, kriegst du die volle Rechnung dafür. Das Problem ist, du musst einmal in deinem Leben auf die Suche nach Gott gehen. Nicht nur, weil du in dieser Religion geboren wurdest und denkst, dass es die Wahrheit ist. Nein, du selber bist deines eigenen Glückes Schmied. Du musst dich also hinsetzen und dem Ganzen nachgehen und prüfen, ob das, was du da glaubst, auch die Wahrheit ist. Verstehst du? Du kannst ja nicht blind einfach irgendwas folgen, in der du hineingeboren wurdest. Das macht ja gar keinen Sinn. Stell dir mal vor, du würdest in einer satanischen Familie geboren, also du wärst in einer satanischen Familie geboren und du hinterfragst das gar nicht mehr, dass deine Familie auf einmal da anfängt, satanische Rituale durchzuziehen. Was ist das denn? Und du denkst, das wäre ja so richtig. Nein, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Du musst hinterfragen, du musst nachfragen, du musst dein Gehirn benutzen, deinen Verstand einsetzen, den Gott dir gegeben hat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist eine schwierige Lage momentan mit dieser ganzen Religionsgeschichte hier. Keiner respektiert niemanden mehr irgendwie. Jeder versucht da irgendwas, keine Ahnung, Angst zu machen. Weißt du, so Angst. Weißt du, die Leute wollen einfach nur Angst machen, Bruder. Eine gewisse Furcht sollten wir schon haben. Ehrfurcht, Furcht vor Gott sollten wir schon haben. Weil du weißt ja, was der Herr mit Sündern macht. An was für einen Ort wir dann hingehen, Richtig. wenn wir ohne Gott in den Tod gehen. Ja, das weißt du ja. Ne? Bruder, ist die, also das ist jetzt eine lustige, oder keine lustige, das ist keine lustige, aber die Hölle im Christentum, ist sie genauso darzustellen wie im Islam oder ist das jetzt irgendwie jetzt eine dumme Frage gewesen jetzt von mir? Die Hölle ist ein Ort, wo Gott entfernt ist von dir. Also ein grausamer Ort. Wenn also die Hölle pure Finsternis ist, so ist Gott pures Licht. Also alles entgegengesetzt von Gott und seiner Herrlichkeit. Dieser Ort ist ein ganz, ganz schrecklicher Ort. Und ich wünsche mir keinen Menschen, dass er da reingeht für alle Ewigkeit. Amen. Da hast du recht, Bruder. So ist es. Und Da da hast du sagt der recht. Herr Jesus Christus: Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe schenken. Du hast heute die Güte, also die beste Möglichkeit, deine Seele in Sicherheit zu bringen und dem Herrn Jesus Christus nachzufolgen und deine Schuld von ihm tragen zu lassen am Tage der Auferstehung. Ja. Mach dir Oder Gedanken warum? darüber. Amir, warum gibt es den Teufel, Bruder? Warum gibt es den Teufel im Christentum? Warum hat der den Teufel nicht besiegt? Beziehungsweise, Der warum gibt Teufel, es überhaupt den Teufel? der Teufel wurde mit dem freien Willen ausgestattet und hat natürlich dementsprechend gehandelt, weil er das pure Böse ist. Ne? Okay. Und die Menschen haben natürlich die freie Wahl, sich für den Weg des Teufels zu entscheiden oder einen Weg mit Gott. Daher lässt Gott ihnen auch diese Wahl.
möchtet ihr den bösen Weg gehen, so gibt es den Widersacher, der euch das hier alles ausschmückt. Und oder wollt ihr zu Gott kommen und dem Ganzen hier ein Ende, also quasi weggehen von dieser Welt und zu mir kommen? Was möchtet ihr, die Welt oder Gott? Deswegen sagt der Herr, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr kommt zu dem einen und vernachlässigt den anderen oder beziehungsweise lässt den einen beiseite und folgt dem einen, oder ihr folgt dem einen und vernachlässigt oder folgt dem anderen. Das ist das. Okay. Amir, ich bedanke mich nochmal vielmals für dein nettes Gespräch, Bruder. Gerne, mein Lieber. Es sind bestimmt noch andere da, die noch reden. Wir hören uns bestimmt nochmal. Okay, mein Lieber. Amir. Ich habe gerade so ein Video gesehen, da hast du zu einem gesagt, Aladdin. Und dann hast du gesagt, was? Aladdin will nicht Aladdin. Adi, ciao. Mach's gut, ciao. Ich mag den Kurden, den Aleviten, der immer hier reinkommt. Mit dem habe ich mich sehr oft unterhalten. Das ist ein ganz, ganz guter Typ. Er macht sich Gedanken, man merkt das. Möge der Herr Jesus Christus ihm die Augen öffnen. Falls du das noch hörst, Gott segne dich und deine Familie. Möge der Herr dir deine Augen öffnen und dass du dein Herz ihm übergibst. Amen. Der Same ist gesetzt. Amen. Ja. Hallo. Hi. Hi. Gott segne dich und deine Familie. Dito. Was kann ich für dich tun? Hallo. Dann nicht. Ja, für die, die noch unschlüssig sind, für was sie sich entscheiden sollen. Ich weiß ja nicht, wer hier drin ist. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Nutze die Chance, hier in Freiheit dich hinzusetzen und dem Ganzen nachzugehen, was es auf sich hat mit Religion und wer Jesus Christus ist. Dass du dir Gedanken machst um deine Ewigkeit. Denn eines Tages gehst du in den Tod und dann kommst du nicht mehr zurück. Es wird dann eine Reise ohne Rückkehr, mein Lieber, meine Liebe. Und Jesus Christus kam in das Seine und das Seine hat ihn nicht erkannt. Sei du nicht derjenige oder diejenige, die ihn auch nicht erkannt haben, sondern setz dich hin und frag ihn. Herr, wenn du wahrhaftig bist, dann zeig dich mir. Herr, wenn du der wahrhaftige Gott bist, Jesus, dann komm in mein Leben und zeig dich mir. So sieht's aus. Hi. Ja, okay, warte. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Vielen lieben Dank. Wie geht's dir? Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Hamdu Jesus, der war gut. Den beschreibe ich mir auf. Der ist gut, ne? Ja, der war gut. Ja. Ach, wollte mal mit dir reden. Ich finde es echt voll interessant. Ja, okay, ich glaube dir nicht immer. Aber wir haben Verschiedenheiten, aber hey. Witzig bist du schon, muss man sagen. Ja, Dr. Sheikh Abu Amir ist eine kleine Unterhaltungsmaschine. Weißt du doch. Ja. Kann ich was fragen? Ja, viele Muslime mögen mich auch. Also, ja, die mögen mich auch ein bisschen Nackentherapie zu machen. Aber darunter gibt es auch sehr viele, die auch locker sind. Also, ne, die gemäßigten Muslime. Ja. Kannst du mir Fitness-Tipps geben? Ist gerade vom Thema ab, aber ich brauche Tipps. Was willst du denn für Tipps haben? Ich sehe aus wie ein Lauch, also ich brauche ein paar Tipps. Du siehst aus wie ein Lauch? Ja, also ich brauche ein paar Tipps. Warte mal, ich guck mal ganz kurz einen Moment. Ich muss mal ein heftiges Bild hier suchen. Willst du so aussehen?
Uiuiui. Das ist ein bisschen zu viel, mein Lieber. Das ist ein bisschen zu viel. So siehst du aber aus. Aussehen, ja? Ach Quatsch, Guck nein. Mit Ziegen ist das, Andy? ne? Ja. Ei, ei. Wie läuft das mit ABK? Habt ihr noch Kontakt eigentlich? ABK läuft sehr, sehr grandios. Sehr grandios. Grandioser. Magst du Ich ihn muss mal ganz eigentlich kurz oder mal hast du was was machen. gegen Was ist den? das? Hä? Magst du ihn eigentlich? Ja, ich mag ihn sehr. Sehr, sehr mag ich. Um ehrlich zu sein, ich habe damals euer quasi Beef mies verfolgt. Ich hatte voll die Lachkicks immer. Ja, nicht Also nur ich habe du da hattest wirklich keiner Lachkicks. Fan. Ja. Aber Das in dem Ganzen Krasseste hast du ja war, gesehen, dass ja. ich seine Reichweite genutzt habe, um sehr viele Menschen, beziehungsweise junge Menschen, zu erreichen. Und ich habe sehr, sehr gute Resonanz zurückbekommen. Ne? Viele haben den Herrn Jesus Christus angenommen. Ist das Absolut. nicht wundervoll? Ja, okay, man muss auch kritisieren, ein Bekehr hat halt nicht wirklich wissen und er hätte nicht reden sollen. Bin ich auch ehrlich zu dir, also es war wirklich eine reine Blamage. Tut mir Ja, aber leid. das war, er hat ja nicht begriffen, als ich ihm gesagt habe, nicht du hast das gemacht, sondern der Herr benutzt dich, ohne dass du es begreifst. Und er wollte das nicht wahrhaben. Weil es ist ja genial, dass so jemand wie er auf mich reagiert und ich das Ganze für mich nutze, um noch mehr Leute zu erreichen, um sie aufzuklären. Ist das nicht genial? Total Business. So sieht's aus. Ei, ei. Aber ich finde das interessant, wie damals der Hast du Beef dir denn selber ausging. Gedanken Also, gemacht um deine Ewigkeit? ich bin ein junger Suchender. Also, ich bin zwar Muslim und ich habe viele Bücher, aber ich schäme mich nicht, auch andere Bücher zu lesen. Du Ich freue willst mich keine auf andere anderen Bücher, Bücher ich will lesen? andere. Nee, ich habe eine Bibel zu Hause tatsächlich, ich lese gerade ein bisschen drin. Oh, ist doch schön. Wo Ja, liest du denn Arabische, gerade? aber. Bei welchem Evangelium oder bei welchem Brief oder wo bist du denn Ich gerade? Wo liest du bin denn? beim ersten. Nee, ich habe gerade angefangen, ich habe Arabisch, ich weiß gar nicht. Bei uns heißt das Ishaya. Auf Arabisch heißt es das, keine Ahnung, wie es bei euch heißt. Zacharia? Keine Ahnung, was das so heißt, aber ja. Das ist aus dem Alten Testament. Ja, ich bin gerade am Anfang, ich bin gar nicht so weit. So, okay. Ja, Zacharia ist ein sehr, 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 sehr guter Prophet, der uns eindeutig zeigt, dass Gott selber ankündigt, Mensch zu werden und durchbohrt wird. Er sagt, und sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Hammer, ne? Wie kann man denn Gott Hammer, durchbohren? Hammer. Keine Ahnung. Jetzt mal die Keine Ahnung, Frage es wäre sei denn, so. er wird Mensch und wird für uns bezahlen, Ah. richtig? Ja, okay, wenn du es so erklärst, du hast wahrscheinlich mehr Wissen als Das ich macht Sinn, da. ne? Kann man so sagen. Aber da habe ich mal eine Frage. Die ist nicht böse gemeint, wenn du das erlaubst. Man sieht ja immer, wenn man zum Beispiel den Koran und die Bibel vergleicht, dass die Propheten, zum Beispiel wie der Johann, wie der Zacharia, wie alle Propheten bei uns sehr gut geredet werden, aber manche Propheten von euch werden halt nicht böse gemeint, aber sehr komisch dargestellt, quasi zum Teil sogar sehr schlecht. Woran liegt das denn? Weil die Bibel sagt, dass es nicht einen Menschen gibt, der Gutes tut, auch nicht einen, der nach Gott fragt, allesamt taugen sie nichts. Die Bibel sagt, dass die Menschen, auch die Propheten, alle Sünder sind. Aber dennoch benutzt der Herr sie, um sein Wort den Menschen mitzugeben. Aber im Islam ist es ja so, dass die sagen, dass Propheten sündlos sind. Das ist aber eine Lüge. In Sure 47, Vers 19 und Sure 48, Vers 2 steht, dass Mohammed gesündigt hat. Also was denn jetzt? Sind die Propheten sündlos oder sündigen sie? Meinst du den Vers, also die Sünden, die vorkommen, sie nachkommen werden, meinst du dieser Vers? Ja, kannst ja durchlesen. Sure 47, Vers 19 und Sure 48, Ja, Vers ja. 2. Da muss Und man halt Mohammed nachschauen, betet das. auch zu Allah um Vergebung seiner Sünden in Sahih Muslim und Sahih Bukhari. Also, wenn jemand keine Sünden hat, warum soll er dann bei Gott anflehen und sagen, bitte vergib mir meine Sünde. Was macht das für einen Sinn? Damit habe ich mich schon beschäftigt tatsächlich. Also die Schjuch, die ich Siehst du, gefragt habe. also lügen diese Imame und Schiuchs und sagen, die Propheten sind alle Sünde. Du kennst das ja, wie die machen. Ne? Bin ja Moslem, ich habe ja diese Schjuch-Bibel
Schiuch gefragt und die meinten zu mir damit einfach nur gemeint, Fehler, der gemacht hat. Also man hat sündenfrei, aber fehlerfrei, Fehler das ist was anderes. Ja, menschliche der Fehler. Er sagt doch, vergib mir meine Sünde. Er sagt nicht, vergib mir meine Fehler, er sagt, vergib mir meine Sünden, Allah. Sei mir gnädig. Da muss ich nachgucken, auf jeden Fall. Kannst du mir die Nummern sagen? Dann schreibe ich mir das auf. Ja, guck mal nach. Bitte? Kannst du mir Nummern sagen? Du hast jetzt drei Muslim Sahih Bukhari erwähnt. Kannst du mir Nummern sagen? Ja, schlage ich mal nach. Ja, einen Moment. Ja. Der Heilige Geist, also bei uns als Jibril, wie der Abudi gefragt hat, der, aber das steht nirgendwo im Koran, dass der Heilige Geist Jibril wäre. Das sagen die Hadithe Tafasir, soweit ich weiß. Ja, die kam ja hunderte Jahre später, Tafsir und so, richtig? Im Koran steht nicht, dass der Heilige Geist Gabriel wäre. Das weiß ich nicht. Also ich hab den Koran nicht durch, muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein Hafiz. Hey, ist ja kein Problem. Jo. Oh mein Gott. Da hat jemand Hamdis Profilbild genommen und geschrieben, Jesus Christus ist Gott und sogar einen Namen benutzt. Oh Gott, nein! So, du sollst in Vers 17 schon die Trinität drin. Glaube ich nicht. Du hast mich zu Hause und hast den Koran nicht durchgelesen, die Asylabe. Ja. Das sind keine 100 Bücher, das sind 274. Nee. Wie böse du guckst, mein Lieber. Guck mal entspannter. Lächel mal. Ich suche hier gerade was. Entspannter. Bin tiefenentspannt. Yay. Ich möchte natürlich immer, wenn ich etwas sage, möchte ich das ja auch beweisen, weißt du? Ja, verständlich. Detektiv Wahidi. Wahid ist kein Tafsir, mein Lieber. Das ist eine Sammlung von den Gründen, von den Esma und Nuzul. Das ist kein Tafsir. Das heißt Esma und Nuzul al-Wahidi. Tafsir, sowas wie Ibn Kathir al-Tabari oder al-Qurtubi oder al-Jawzi. Aber Tafsir al-Wahidi gibt es nicht. So, wir sagen noch, wir haben eine spezifische Gruppe. Taifa. Da haben wir einmal Sahih al-Bukhari, Buch 8, Hadith 335. Oh Gott, was, lass das Buch kurz rausholen, lieber Gott, Hilfe. 335? Genau, Buch 8, Hadith 335. Und wieder im Buch 8, Hadith Nummer 379. Okay, da guck ich mal direkt nach. Schreibe Buch 8, Hadith 407. Oh, 408. Uiuiui. Lord have mercy. Sahih Muslim. Buch 4, Hadith 1212. Jo. War's das? Warte, ich muss noch gucken. Hier am Fahren muss ich auch noch hier, damit ich die ganzen Sachen raussuchen. Ne? So, kurz mal ein bisschen alles Geduld. Gut. Alles gut. Da oben such du weiter. Sahih Bukhari, Band 5, Buch 58, Hadith 266. Okay.
Sahih Bukhari, Band 4, Buch 51, Hadith 16. Okay. Tonnen Schreib von Beweisen, ne? Sahih Bukhari, Band 1, Buch 12, Hadith 711. Okay, okay. Ja, super, gut. Nice, nice. Warte, wir sind noch nicht fertig. Warte. Sahih al-Bukhari, Band 8, Buch 75, Hadith 319. Okay. Sahih Muslim, Buch 35, Hadith 6523. 6523, okay. Sahih Bukhari, Buch, Band 5, Buch 59, Hadith 724. Chilber, chilber. Warte, wir sind noch nicht fertig. Du willst gucken, was dein Prophet feiner war? Guck mal hier. Sahih Bukhari, Band 6, Buch 60, Hadith 3. Okay. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 62, Hadith 1. Ich könnte bis morgen okay. weitermachen. Der war ein Sünder durch und durch. Oh, Finger. Was bedeutet die Kabuna? Das heißt, um sich herum sammeln. Ja, du weißt ja, ne? Der Mohammed wurde von Schwarzafrikanern geritten. Überlieferung ist schwach, soweit ich weiß. Nein, die ist authentisch. Musnad Ahmad, Band 1, Hadith, Seite 399. Ich weiß, dass. Nee. Das Ding ist, hat Ahmad, diese Version, die du überredet, hat Ahmad Shake überprüft. Ahmad Shake ist bei uns kein guter Gelehrter. Wenn du auf die Version von Schreiben an der Ort gehst, der hat das schwach eingestuft, der hat auch Gründe genannt. Nein, nein. Schwach bedeutet ja auch nicht, dass das abgelehnt wird, oder? Was bedeutet denn Daif? Daif, unauthentisch. Bitte? Unauthentisch. Nein, wer sagt sowas? Ja, die Hadith-Wissenschaftler. Die sagen unauthentisch? Ja, warte, ich kann es dir sogar zeigen, wenn ich das Buch sogar hier hätte. Du weißt schon, dass die Hadiths in drei Kategorien eingeteilt werden, ne? In Sahih, ja, Hassan, Hassan und Daif. Daif bedeutet ja nicht unauthentisch. Ja. Du hast einfach nur schwach. Die Muslime können nicht, beweisen, dass das Mohammed nicht gesagt hat. Daher bleibt er bestehen und wird für Urteile benutzt. Das kannst du jeden Gelehrten fragen. Das wird genutzt, wenn der Hadith eine authentische Nebenkette hat. Ja, die also Muslime können bei Daif Hadithen, weil wenn das schwach wäre, was würde es dann für einen Sinn ergeben, wenn man diese Hadithen nicht einfach dann rausnimmt? Also man hätte sie dann noch einfach rausnehmen können und dann braucht man doch gar nicht mehr da rumzuhaken. Da hätte man einfach nur die authentischen drin lassen können. Warum dann die schwachen drin lassen? Also hat das einen anderen Sinn. Nee, das hat der Ahmed ibn Hanbal selbst gesagt. Er hat ja gesagt, soweit ich weiß, dass er alles in seinen Muskel gepackt hat, was er jemals gehört hat. Er hat nicht darauf geachtet, ob es authentisch ist. Einfach nur gesammelt erstmal. Ich muss mal ganz kurz Hilfe nehmen. Klar. Wie gesagt, die Überlieferung ist ja nicht authentisch. Ich habe das mal wieder dazu gemacht, auch bewiesen. Live. Vor allem Mir Kabul heißt nicht reiten, sondern einfach nur sammeln. Ja, doch, aber geh mal bitte auf den Account. Ich habe das sogar gepostet auf meinem hier WhatsApp-Status. YouTube? Bei Ex-Muslime. WhatsApp? Ja, ich habe ja so eine WhatsApp-Gruppe, da poste ich das immer rein. Und der Hadith ist anerkannt. Der ist mit einer authentischen Überlieferungskette. Die Leute reden auch darüber. Es gab vor kurzem eine Debatte zwischen Rob Christian und einem anderen Muslim. Der hat das zugegeben. Ja, diese Überlieferung ist richtig und hat er versucht, diese Katastrophe zu erklären. Das ist das Problem. Hallo? Amir Stummschaltpaket verteilen. Wer möchte? Wer ist das? Er ist stumm, okay.
Man besteigt auch ein Fahrrad, ja. Aber das Problem ist, wenn auf einmal um ihn herum nackte Afrikaner sind, die ihn besteigen. Was suchen denn nackte Afrikaner auf ihn? Wo steht Afrikaner mit lieber? Das heißt ja, guck mal, es ist halt lustig, wenn man sich versteht oder das erste Mal hört. Hadith Das und Ding ist, Nahir, ihr guck mal, müsst was die jetzt. sagen. Kalb Der ist ja schwach. Nargis. Kalb Nargis. Hadith und Nahir. Ist er Also, auch. wir können auch nochmal den Sheikh Yusuf Hamza hören, was der zu Hadith Daif sagt. Wer Hört euch ist das mal bitte an. Sheikh Yusuf Hamza? Sheikh, zeige ich dir jetzt, warte. Du kannst seinen Namen googeln. Sheikh Yusuf Hamza. Ich würde da wirklich ernst machen, aber keine Ahnung, ich bin gar nicht in der Fassung zu. Und wenn man die Überlieferung an, die er mir geschickt hat, dann gucke ich mal rein. Es gibt gerade eine Art PowerPoint Mobil. Genau. In unserer Zeit gibt es Muslime, die auf einmal die Daif-Hadithe attackieren und sagen, dass sie unauthentisch werden. Pass auf, was er sagt. Siehst du, ein Hadith, ein Daif-Hadith hat eine Note, so wie bei einer Arbeit schreiben. Es ist von einem Sahih-Hadith, der eine 1 plus ist, zu einem Hadith, der auf einmal eine 3 minus ist. So musst du dir das vorstellen. Er wird akzeptiert. Hör mal. Unter Umständen natürlich, unter Umständen natürlich, wie gesagt. Hör mal, hör mal, hör mal. Ein Hasan-Hadith ist von einer 2 zu einer 1 minus. Guck mal hier weiter. Genau. Er erklärt das so, damit wir das verstehen, was es damit auf sich hat. Muslim and Bukhari 99%, Sahih Muslim 97%. So, Aha! Ein schwacher Hadith wird nicht einfach so weggetan, nein! Warte mal hier, der, wer ist das? Der absolute. Warte mal, du kriegst ein Stummschaltpaket, weil du möchtest hier rumtrollen. Wer will noch? Wer will noch ein Stummschaltpaket? Just like a professor doesn't throw out a paper that gets a D minus, it doesn't work. Ja, ein Professor würde ja auch nicht einfach jemanden irgendwie wegen einer 4 minus jetzt direkt verwerfen. So, ne? Ist ja Quatsch. Und genauso verhandelt sich auch, oder genauso handelt es sich auch um schwache Hadithe. Schwache Hadithe werden akzeptiert. Ich habe einen Experten gefragt, der sagte, schwache Hadithe werden auch benutzt, um Urteile zu sprechen. Wahnsinn, ne? In gewissen, ja, in gewissen Umständen schon. Das Siehst du, gibt's. Dankeschön. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Du hast aber noch vorhin gesagt, es ist unauthentisch, bedeutet das. Wie kann man dann Ist ja unauthentische auch. Sachen für Urteile benutzen? Siehst du? Du widersprichst dir Ja. also selber. Nein, nein, mein Lieber. Guck mal, wenn das unauthentisch ist, aber an sich vielleicht eine authentische Zweitkette hat, oder sie einen Schahid hat, dann ist kein Problem. Dann kann er unauthentisch sein, das ist kein Problem.
Das heißt, der hat nicht von einem hast du ja noch gesagt, dass die Daif-Hadithe unauthentisch wären. Das bedeutet unauthentisch, hast du gesagt. Wo ich gesagt habe, nein, das bedeutet nur schwach. Unauthentisch ist ja schwach. Ja, aber das wird ja trotzdem benutzt als Urteil. Selten wird schon benutzt. Ja, das kann man mal machen, aber das ist nicht die Hauptsache. Die meisten Imame gehen auf nur authentische Überlieferungen zurück. Ja, aber was ist das denn für ein Prinzip, wenn man unauthentische Sachen benutzt für Urteile sprechen? Was ergibt das denn für einen Sinn? Das ist ganz einfach. Das ist einfach zum Beispiel, dieser unauthentische Hadith, seine Unauthentizität ist nicht so krass. Es gibt ja Stufen der Unauthentizität. Oder ach, da gibt es auch nochmal Stufen. Natürlich. Also Daif ist dann nicht direkt wie du gerade eben gesagt hast, unauthentisch, sondern da gibt es mehrere Stufen dann von dieser Daif, dann Überlieferungskette. Genau, richtig. Und das wird dann trotzdem benutzt für Urteile zu sprechen. Auf einer Basis, wo man noch nicht mal weiß, ob das Mohammed wirklich gesagt hat. Das ist also die Religion des Islams. Ich hatte doch gerade gesagt, der Hadith wird nur akzeptiert, wenn er eine authentische Zeugung hat. Ja, aber warum wird er dann als Daif denn eingestuft? Irgendwas stimmt doch mit der Überlieferungskette nicht, oder? Ja, genau. Ja, genau. Warum benutzt man dann eine unauthentische Überlieferungskette, um Urteile zu sprechen? Was für einen Sinn ergibt das denn? Weil man, wie gesagt, diesen Hadith auch authentisch gefunden hat. Nur der Imam hat gerade den... Ja, aber wenn er authentisch gefunden hat, dann wäre er doch nicht Daif. Das ist doch das Problem. Oh mein Gott. Das ist immer so eine Reihe, mein Lieber. Was für eine Logik ist das, Mann? Da kannst du keine Sinn. Du siehst doch, dass viele Muslime Probleme haben mit Hadith Daif. Sobald du einen Hadith, der Daif ist, zitierst, dann sagen die, guck mal, Ahmed zitiert einen unauthentischen Hadith, obwohl er akzeptiert wird. Du musst halt auch einen Beweis bringen, dass er akzeptiert ist, was Lieber, weißt du? Musst du auch bringen. Okay. Warum holt man dann nicht einfach die ganzen Daif-Hadithe aus den Büchern raus? Da wird keine Verwirrung mehr entsteht, oder? Warum nicht ganz Hadith raus? Weil man einfach das Buch verfälschen will, man kann Bukhari und dann musst du mal Tirmidhi nicht einfach aussaugen. Ich rede nicht von Sahih Bukhari und Sahih Muslim. Ihr die Sunniten habt doch 6 kanonische Hadith-Bücher. Das ist einmal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami al-Tirmidhi, Sunan al-Nasai, Sunan Abu Dawud und Ibn Majah, richtig? Genau. So, und bei Sahih Bukhari und Sahih Muslim gibt es ja überhaupt gar keinen Diskussion. Aber bei den anderen, die werden ja dann eingestuft, zum Beispiel von Sheikh al-Albani, richtig? Oder schreiben auf dem Auto, der ist sogar stärker, aber ja. Ja, so. Warum holt man denn nicht einfach diese ganzen sogenannten unauthentischen Hadiths heraus, damit man auch gar keine Verwirrung mehr hat? Dann hat man nur noch die authentischen da drin. Also hat das was zu bedeuten, dass die Daif-Hadithe drin sind? Das gibt's. Es gibt Sahih al-Tirmidhi und Sahih al-Nasai, da sind nur die authentischen drin, die authentischen wurden rausgenommen. Aber ist das nicht erstaunlich, dass ihr sagt, dass das die Sahih Sitta sind, die authentischen 6, aber in diesen authentischen befinden sich Lügen drin? Aber stopp mal lieber, es gibt keinen authentischen 6. Das Wort authentische 6 ist falsch. Es gibt keinen authentischen 6. Es gibt die 6 Bücher, ja, aber nicht die authentischen 6. Die authentischen sind nur Bukhari Muslim. Ja gut, wer ist denn der? Also das heißt, dass Abu Dawud und Ibn Majah und An-Nasai so Lügen verbreiten über deinen Propheten? Aber nur unauthentische Hadith, aber keine Lügen. Lüge, wenn der Hadith Mawdu' wäre, aber die Hadith. Lüge lädt unauthentisch, aber keine Lügen. Ja, aber wenn die einen Bericht in ihren Büchern... warte mal, Armin Stumpfschalt vergeht, ich bin Liebe, alles klar, warte. Wo ist Ich bin Liebe? Warte mal, wo ist Ich bin Liebe? Ich bin Liebe, zeig dich! Ich bin Liebe! Ich bin Liebe, wo bist du? Ich hab dich jetzt gleich, warte mal, ja, warte, hier, Abu Goldjunge, der geht auf Ersatzbank. Dann müssen wir den Dings finden, hier, Ich bin Liebe, wo ist der? Ich bin Liebe, zeig dich! Lala.
Ah, hier, ich bin Liebe, ja, hier. Ja, stumm schalten. So. Ja, also dieses ganze Hadith-System, das macht ja von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn mehr, ne? Und selbst in Sahih Bukhari und Sahih Muslim sind ja Lügen verzeichnet, weißt du das, ne? Hallo? Wie bitte, wiederholen? Ich habe gesagt, selbst in Sahih Bukhari und Sahih Muslim sind ja Lügen über deinen Propheten verzeichnet worden, richtig? Welche Lügen? Ja, der Bukhari berichtet, dass Mohammed ein Mensch, also ein Prophet sein soll, der auf einmal Lügen erzählt. Ja, er sagt Berichte, die überhaupt nicht mit unserer modernen Technik übereinstimmen. Ne? Hörst du mich? Sundertube, du gehst jetzt auch mal stumm schalten auf die Ersatzbank, damit du dich beim nächsten Mal. Man hört dich nicht mehr. Hallo? Hört man dich? Ja. Oh, das ist die nächste. Hey! Hey! Kennst du mich noch? Nein! Das war nicht der Typ, der dich mal gefragt hat, warum du zum Christentum gewechselt bist. Ich glaube gefühlt, dass mich sehr viele Menschen fragen. Egal. Bist du für Palästina oder für Israel? Wir sind nicht für irgendeine Seite, wir beten für beide Seiten. Achso, okay. Ich habe eine Frage, kennst du noch Ashura HD? Ich kenne das, muss rausgehen, weil du zu jung bist. Das kenne ich. Total weitergefahren, hab das gar nicht gecheckt, dass ich schon längst raus muss. Oh Mann. Hey. Hey. Ja. Wie geht's? Hey. Gut, gut, und dir? Gott segne dich und deine Familie. Gut, gut. Im Herrn danke geht's mir dir immer auch, gut. Mein Lieber. Was? Ich sagte, im Herrn geht es mir immer gut. Ja, sehr gut. Ja, ja. Kennst du Let's Twist Again? Was kann ich für dich tun? Ja, Let's Twist Again habe ich ja rausgebracht. Ich hab den publik gemacht. Du hast Volume 2 rausgebracht. Warte mal, hier möchte jemand mich ärgern. Mein Lieber, warum nennst du mich denn Ex-Müsli? Weil ich Ex-Muslim bin, bedeutet dieses Müsli Muslim? My Müsli. My Müsli. Ich schäme mich. Ex-My Müsli. Ja, ja. Die sind gar nicht bewusst. Die stehen so unter Mind Control, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, ehrlich. Ja, mein Lieber, lass für dich beten. Ja, gerne. Ja, ich habe jetzt die Info an einem Ort, wo es ein bisschen leiser ist, weil ich bin gerade unterwegs. Nicht gedacht, dass du mich nimmst hier. Oder? So, jetzt. Ja, himmlischer Vater, Herr, im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, ich bete für deinen geliebten Sohn Amir, Herr, in Jesus' Namen, dass du ihm Kraft gibst, weiterhin zu gehen, Herr. Und dass du ihn, halte das Böse von ihm fern. Alle Attacken vom Feind sollen weichen in Jesus' Namen. Und alle, die versuchen, hier den Bruder hier zu verletzen oder anzufechten, soll weichen in Jesus' Namen und soll noch mehr Kraft kommen.
Jesus Christus zu verherrlichen. In Jesus Namen. Segne alle Menschen in diesem Stream, dass alle Menschen erreicht werden, Herr. Und danke für diese tolle Arbeit, die dieser Bruder hier macht. Er setzt sein Leben im Spiel, Herr, in Jesus Namen. Und segne ihn noch mehr und seine Familie. In Jesus Namen. Amen. Amen. Danke dir. Gerne. Möge der Herr dich segnen, behüten und beschützen, mein Lieber. Danke für dein Gebet. Gerne, gerne. In der heutigen Zeit ist es jeden Tag nützlich. Ja, so sieht's aus. Und niemals vergessen, Epheser 6, 12, die Ausrüstung anziehen, mein Lieber. Ja, die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, genau. Amen, amen. Okay, mein Lieber, ich lasse dich mal weiterfahren. Ich muss meinen Zug kriegen. Okay, mein Lieber, Gott segne deine Familie. Amen, Halleluja. Okay, mach's gut, ciao. Bye, bye. Amir, Gottes Segen. Gottes Segen auch dir, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, dich und deine Familie auch. Wie geht's dir heute? Hamdul Jesus, wie geht's dir? Ja, Hamdul Jesus auch. Alamu, ja, Jesus. Jesus Akbar. Ja, ich wollte mal etwas anderes dir in den Stream heute bringen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist aber lustig, wollte ich was zum Lachen heute bringen. Kennst du das Lied von Lisa Fitz, Mein Mann ist Perser? Lisa Fitz, Mein Mann ist Perser, ne, kenne ich nicht. Was da? Ich spiele das mal ab, wenn das okay ist, ja? Also es ist extra für dich, ich muss an dich denken, als ich das Lied gehört habe. Mein Mann ist Perser? Ja. Ah ja, ich hab's gefunden, ja, ja. Was ist das, von 1980 oder was ist das? Ja, hallo, guter alter Scheiß. Hey, hör auf diese Worte jetzt mit. Ja, spiel ab. Spiel ab, du wirst lachen. Ja, okay, warte kurz. Das ist ja Werbung hier. Mein Mann ist Perser. Mit einer bayerischen Mutter. Ein bayerischer Perser aus Frankfurt. Nicht nur die Freunde hatten mir zur Hochzeit gratuliert, sondern auch Bildsprechende. Das wird noch besser, warte. Das hört sich so an wie aus einem billigen hier, diese SNE-Filme. Das hört sich an wie so aus einem billigen Pornofilm. Was ist das für ein Schrott, Mann? Was ist das für ein Blödsinn? Ja, ihr Mann ist Perser. Das kannst du doch keinem mehr hier erzählen. Was ist hier los, Mann? Ich hab das letzte Mal gesagt. Ich hab noch eine Frage, meine gefunden. Liebe, dann hol ich den nächsten rein. Ja, mach mal. Mach. Okay, Gott segne dich. Danke dir für deine wundervolle Melodie, die du uns empfohlen hast. Ja, ich wollte mal was. Mein Mann ist ein Perser. Hört sich an wie so aus einem billigen Dings, Mann. Aus so einem SEX-Streifen oder was ist das? Sorry, ich wollte dich nicht so allzu früh kicken. Hallo? Hallo, come and talk with me. Hallo, speak to me.
Hello, hello. Come and speak to me. Das Lied ist so rassistisch, ja, hab ich mir auch schon gedacht, ey. Ja, ja, ja. So, es lädt und lädt und lädt und es kommt nichts. Abu Margin, du bist schon wieder hier, du willst nie aufgeben, ne? Abu Margin, Abu Margin. Der gibt nie auf, dieser Abu Margin, ne? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da kommt er rein und muss erstmal den Zauberspruch sagen. Habt ihr das gesehen? Nimmt den Islam an. Und rettet eure Seele. Und hört nicht auf Amir. Der ist ein Täuscher. Du musst lauter sprechen, ich verstehe dich nicht. An alle Christen, Juden und Götzendiener oder was auch immer ihr seid. Nehmt den Islam an und rettet eure Seele. Was? Ich nichts verstehe diese. Der Islam ist die Wahrheit. Ich nichts verstehen diese, bitte. Und sonst keine andere Religion. Amir, was hast du für ein Flat? Hast du Aldi-Flat? Was? Hast du wieder Aldi-Net oder Aldi-Flat? Deine Verbindung ist ja nicht normal, Alter. Es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed sein letzter Gesandter, so wie Jesus, Moses, Abraham und Noah. Merkt euch das. The final message. Wollte ich etwas zeigen, damit wir ein bisschen wieder was zum Lachen haben und finde das nicht.
Ich will schlafen! Ja, guck mal, der Zauberspruch. Allah. Die sind so heftig. Die arme Afrikaner, der noch nicht mal ein Buchstaben sprechen kann. Nicht mal ein Wort aussprechen kann. Dann lassen die, dann drehen die ein Video und sind stolz darauf, dass er die ganze Zeit so macht. Und er sagt, ja, genau, Mashallah, Mashallah, Takbir. Guck mal hier. Alles A. Rasul. Allah. Waschadu. Anna. Isa. Abdullah. ورسول اشهد ان لا اله الا الله ist das zu fassen, dass dieser Salafi, der ihn dazu verführt, die Schahade auszusprechen, überhaupt noch ein Gehirn da oben hat? Der arme Afrikaner kann nicht mal ein Wort sprechen und dann lässt er ihn die Schahade aussprechen. Genau wie der Pierre Vogel, der einen über 90-jährigen Mann die Schahade ausspricht. Der kann nicht mal richtig hören. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Einen über 90-jährigen Mann hat er zum Islam verführt. Da lässt er den Zauberspruch auf Arabisch aufsagen und dann... Das kannst du keinem mehr erzählen, was der Biervogel macht. Schon damals. Ja, hat nicht geklappt mit seiner Dame. Da musste er zum 90-jährigen alten Männern gehen. Der arme Opa. Der arme Opa. Der arme, arme Opa. Ashhadu an la ilaha illa Allah. 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 واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله ورسول ما شاء الله ما شاء الله sagt er noch am Ende ما شاء الله. Habt ihr es gehört? Wie kann man sowas überhaupt ins Internet stellen, Mann? Schämen die sich überhaupt kein bisschen mehr? Ashhadu an la ilaha. Das ist so heftig, ey. Einfach Jetzt ist ein guter Muslim und wird in den Himmel gehen. Heftig mit Leute, lasst euch nicht vom Islam hereinlegen, ihr Lieben. Ihr, die mir gerade zuhört, ich weiß ja nicht, wer mir gerade zuhört, aber lasst euch von dieser Religion nicht täuschen.
Der Herr Jesus Christus hat für alle stellvertretend bezahlt. Er hat allen religiösen Religionen ein Ende gesetzt und hat den Weg für uns bereit gemacht, sodass wir nicht mehr machen müssen und Ashhadu an la ilaha und sowas. Nein. Du sprichst ein Gebet aus dem aufrichtigen Herzen, frei aus deinem Herzen heraus und bittest Gott um Vergebung. Und dass er in dein Herz reinkommt und dass er aus dir einen neuen Menschen macht. Schlag keine Frauen bitte. Ja, ich heiße doch nicht Mohammed. Ich heiße doch nicht Mohammed. Der Aisha wegge... Du weißt schon was. Ich folge nicht dem Islam, wo man in Sure 434 seine Frau... Sondern neben Maja 1986, genau. Ein Mann sollte nicht gefragt werden, warum er seine Frau... Ihr müsst euch mal vorstellen, wie hart der Omar in dieser Nacht seine Frau... Ne? Unglaublich, dass dieser Aschar sie auseinanderhalten musste, weil er es nicht ertragen hat. Die Frau war bestimmt am Schreien. Der Omar ibn al-Khattab, wohl der Kriegertyp, und der... haut da so voll rein, ne? Und dann auf einmal hört dieser Aschad das in der Nacht und dann geht er dorthin, um sie so auseinanderzuhalten. Ja, und dann machen die ganze Zeit, ah! Ah! Hadu! Allah! Ah! Ilaha! Ah! Illa! Ah! Allah! Ah! Allah! Ah! Allah! Ah! Ashhadu! Ah! Allah! Ah! Hallo? Wie ist das, Fabi? Hey! Ich wollte es nur kurz testen. Da bist du ja wieder. Da bin ich wieder. Lange nicht mehr gehört? Ja, lange nicht mehr gehört, ne? Ja, danke fürs Annehmen. Was meinst du, ist die Shahada jetzt gültig bei Allah oder ist sie jetzt nicht gültig? Was meinst du? Ja, der Afrikaner, der noch nicht mal ein Wort sagen kann, der Arme, wurde ja von diesen Salafi-Leuten da verführt, die Shahada auszusprechen, und er kannte das ja nicht. Er hat die ganze Zeit nur gemacht, ah, ah! Ja, genau. Anstatt die aufhören und das nicht ins Netz stellen, fühlen die sich sogar noch super, dass der Typ einfach nur ah macht. Ah! Da muss man sehen, wie verzweifelt man sein muss, sowas ins Netz zu stellen. Ja, aber echt, Alter. Warte mal, ich muss dir mal so einen Troll hier mal auf die Ersatzbank schicken. Komm, ich bitte dich. Ich bitte dich. Mach dir keinen Ärger. Ersatzbank. Ich komm gleich wieder, ja. Bis gleich.
Jetzt haben die schon wieder meine Sichtbarkeit eingeschränkt. Widerspruch wird bearbeitet. Na, wie hat euch das gefallen? Er erzählt auch Lügen. Wer denn? Job Dad. Er zeigt, ja, die meisten Muslime sind natürlich sehr, sehr schockiert, ne? Das, was ich sage, ne? Mit abgeschnittenen Tier-PNIS und sowas, ne? Einführen in Muslime und so, ne? Das ist heftig. Ja, genau, Armin, da stehen wird sowas nicht gezeigt. So sieht's aus. So sieht das aus. Da ist einer, der redet über dich. Ja, hier sind sehr viele, die reden über mich. Ja, der Arme, der versucht halt, weil ich den komplett zerbombt habe, schlägt er jetzt gerade so ein bisschen um sich. Aber ganz arme Seele, was willst du machen? Ja, die sehen, dass Dr. Sheikh Abu Amir eine große Reichweite hat und viele möchten auch ein Stückchen vom Kuchen abhaben. Ist doch normal. Was habt ihr erwartet? Das sind Opportunisten, die auch gerne was vom Stück Kuchen abhaben wollen. Ist doch klar. Er sieht, dass die, also andere sehen, dass die Aufrufzahlen bei mir sehr extrem hoch sind und dann kommt das, ne, natürlich. Wie ist das Video von eben? Das ist aus TikTok, ist das. Ich habe das Gott sei Dank nochmal gespeichert. Ne? Islam growing so fast, bro. The converts. Islam wächst so schnell und das sind wir Titen. Bis gleich. Angst? Hast du Angst vor dem Islam? Nö. Ich habe nur Angst vor Gott.
Maschallah, was für eine Konvertierung. Jetzt kriegt ihr das nicht mehr weg, ne? Mit ah! Sir Cringelot, genau. Was für ein toller Name. Das kannst du keinem erzählen, was die da fabrizieren. Einfach einen armen Legastheniker zu nehmen, den dahinzustellen, in die Shahada aufzusagen und dann, dass er die nachsprechen soll. Absolut geisteskrank. Absolut geisteskrank. Wie soll er denn den Tashahud dann sagen, ne? Mit Attahiyatu, Attahibatu, Assalawatu, Azakiyatu. Der sagt dann auch immer nur, ohne Tashahud kein Gebet. Ist das geisteskrank? Er macht den ganzen Tag. Ja, meine Sichtbarkeit wurde eingeschränkt, ihr Lieben. Deswegen ist diese Aufrufzahl auch da oben
Ja, siehst du, mein Widerspruch wird nicht genehmigt. Heftig, ne? Ich gehe raus und komme später wieder rein, ihr Lieben, sonst bringt das nichts. Gottes Segen, ihr Wundervollen, ja? Wir hören uns dann eventuell dann, so Gott will, später, ja? Machen wir das so? Machen wir wieder heute Abend eventuell so eine Live-Session, ne? Abends-Session, einen gemütlichen Abend. Mit A! Mit U! Aber lasst uns noch kurz vorher zusammen noch beten. Ich bete für uns. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir für diesen wundervollen Tag, Herr, an dem ich jetzt auch wieder zu dir beten darf und diese Gunst der Stunde nutze, Herr, um für die Muslime zu beten, dass du ihre Augen öffnest, dass du ihnen hilfst, den wahrhaftigen Gott zu erkennen, nämlich dich, Herr, so wie wir dich erkannt haben, Herr Jesus Christus. Wir danken dir von Herzen, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen. Und wir bitten auch für die Menschen, die gerade zuhören, dass sie auch eines Tages zu dir finden, Herr, und durch dich gerettet werden, denn es gibt keinen anderen Retter als nur du allein. Herr, danke, dass du so ein wundervoller Gott bist, der uns so sehr liebt und das auch bewiesen hat, Herr. Du hast nicht nur mit Worten das Ganze bewiesen, sondern auch in Tat, Herr. Dankeschön von ganzem Herzen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der hier drin ist, dass du sie und ihnen stärkst, Mut gibst und wirklich, dass sie bereit sind, auch zum Äußersten zu gehen und auch dir nachzufolgen, egal was auf sie zukommt. Selbst wenn es problematisch und schwer wird, Herr Jesus Christus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Bitte segne uns weiterhin. Bitte gebe uns Kraft, Mut und Stärke, Herr. Und bitte segne auch unsere Geschwister, die tagtäglich verfolgt werden, denn sie werden in jedem unserer Gebete eingeschlossen, Herr. Öffne du ihnen die Tore des Paradieses, Herr Jesus Christus, und nehme sie in deine Arme auf. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Den Abend. Ihr werdet das schon mitbekommen. Eventuell dann so halb acht, acht, irgendwie sowas. Ja, wenn überhaupt. Ansonsten, wenn ich zu K.O. bin, dann wisst ihr, dass ich dann morgen eventuell wieder live komme. Machen wir das so, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön für die ganzen Likes, für die Geschenke und so. Vielen lieben Dank. Macht's gut, ihr Wundervollen. Haltet am Herrn Jesus Christus fest, ne? Keine Religion, Jesus Christus. No religion, just Jesus. Amen. Amen. Gottes Segen. Gottes Segen. Oh, danke schön. Ich küsse dein Herz. I kiss your heart. Ciao. Ciao, ihr Lieben.